Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh, ich leg mal kurz dieses Haargummi von meinem Handgelenk ab. Heute teste ich die korrigierende Unterwäsche, die Kim Kardashian West vor kurzem auf den Markt gebracht hat, die sich Skims nennt. Ich habe mir einen Teil aus der Kollektion bestellt und wollte das ganz gerne testen. Irgendwie, ich persönlich habe jetzt nicht so viel Erfahrung gesammelt mit korrigierender Unterwäsche, aber fühle mich halt oft in sehr eng anliegenden Klamotten nicht ganz so wohl und wollte einfach sehen, was das für mich bedeuten kann. Ich habe mir die Sculpting Short mit Thigh bestellt. Es gibt das Exemplar auch noch so, dass es bis zum Knie geht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Also von der Länge her ist es ungefähr wie so eine Radlerhose. Was die in erster Linie machen soll, ist halt den Po schön in Form bringen. Und dann an zweiter Stelle auch noch den Bauch so ein bisschen. Es gab auch noch eine, dessen Hauptziel es quasi war, den Bauch etwas zu korrigieren, die auch in der Form von so einer Radlerhose quasi war. Aber ich habe mich halt für diese entschieden. Ich erwarte jetzt nicht, dass dieses Ding mir einen Hintern besorgt, da meiner nicht ganz so existent ist. Aber ja, vielleicht bringt es das, was da ist, einfach so ein bisschen in Form. Ich habe mir 4 unterschiedliche Outfits überlegt, wo ich glaube, dass die alle so einen Aspekt von der korrigierenden Unterwäsche testen, die ich einmal ohne anziehen werde und einmal mit. Noch ganz kurz zum Versand. Der Versand lag bei $25. Man zahlt auch die Importgebühren direkt an der Kasse, sodass man jetzt auch nicht noch mit zusätzlichen Kosten überrascht wird, wenn das Paket bei einem ankommt. Ich habe jetzt ungefähr 18 Tage auf mein Paket gewartet. Beim Standardversand ist auch angegeben, dass es zwischen 14 und 16 Tagen dauern kann. Also es ist so knapp darüber. Ich hatte auch nicht die Möglichkeit, mein Paket über einen Sendungsverfolgungslink zu verfolgen. Ich habe zwar eine Nachricht erhalten, als mein Paket losgeschickt wurde, aber als ich dann auf die Sendungsverfolgungsnummer gehen wollte, war da kein Hyperlink dran hinzugefügt. Also es hat mich jetzt nicht zu einer neuen Seite geführt. Ich hätte natürlich Kontakt aufnehmen können mit dem Kundenservice, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Also nur, dass ihr kurz Bescheid wisst. Ich weiß deshalb auch jetzt nicht, wie der Kundenservice damit umgehen würde, ob es überhaupt die Möglichkeit gäbe, sein Paket zu verfolgen. Ich glaube aber schon, weil in meiner E-Mail steht dann so Track your order. Dann gehe ich da drauf, also verfolge dein Paket. Dann gehe ich da drauf und dann kann ich es eben nicht. Also, das ganz kurz zum Versand und so. Ich habe mich soeben auch geschminkt für dieses Video, weil ich mich halt einfach so ein bisschen zurecht machen wollte. Abgesehen von so ein paar kleinen Veränderungen ist das der gleiche Look, den ich in meiner Hautpflegeroutine getragen habe. Auch wenn ich dazu ein Tutorial auf Instagram hochgeladen hatte, habe ich trotzdem die Nachricht von einer von euch erhalten, ob ich das auch noch irgendwie auf YouTube teilen könnte. Das kann ich natürlich verstehen. Das kann ich jetzt nicht bei jedem Look machen, den ich auf Instagram poste, weil ich nun mal auch gerne möchte, dass der Inhalt von meinem Instagram-Account und von meinem YouTube-Kanal sich so ein bisschen noch unterscheidet und man nicht jeden Look auf jeder Plattform sieht. Aber ich habe mich soeben geschminkt und ich habe das Ganze mitgefilmt. Also ich erzähle euch mal ganz kurz, was ich benutzt habe. Um meine Augenlider auf Lidschatten vorzubereiten, habe ich den Concealer von Fenty benutzt. Den benutze ich dafür sehr gerne zurzeit. Und ich habe mir einfach nur meinen Bronzer von Bare Minerals auf das komplette Lid gegeben und das so ein bisschen weiter mit rausgezogen. Also auf das Lid und in die Lidfalte. Einfach schön ausgeblendet. Und dann habe ich einen Kajalstift benutzt. Ursprünglich hatte ich für den Look von Kiss so einen Metallic Kajalstift in so einem Braunton benutzt. Der hat so ein bisschen Schimmer mit drin, der ist auch sehr, sehr schön. Heute habe ich es ganz matt gehalten, weil ich den von Kiss nicht finden konnte. Da habe ich von LA Girl den Glide-On Shady Slim Eyebrow, den Glide-On Eye Pencil in Braun benutzt. Und den habe ich so ein bisschen ausgeblendet mit so einem Pencil Brush von Morphe, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich verlinke euch auch alle Produkte in der Infobox. Und dann bin ich nochmal so ein bisschen mit meinem Lidschattenpinsel drüber gegangen, einfach um das Ganze so ein bisschen abzuschwächen und nochmal so ein bisschen ineinander einzublenden. Dann habe ich weitergemacht mit meinem Gesichts-Make-up. Ursprünglich hatte ich dafür nur die Face and Body Foundation von Dior benutzt. Die hat einfach eine schön leichte, aufbaubare Deckkraft. Damit muss man ein bisschen schnell arbeiten, weil die auch matt antrocknet. Die riecht aber echt ziemlich, ziemlich stark. Ich habe da die Farbe 2WO. Ist sie mir so ein Ticken zu dunkel, aber ich kann sie tragen und die gibt mir so ein bisschen mehr Leben auch in meinem Gesicht. Ich habe die dann heute einfach mit der Fenty Beauty Foundation gemischt, weil ich das am Wochenende zum Feiern auch drauf hatte und das gibt mir einfach ein bisschen mehr Deckkraft wegen der Fenty Foundation. Alleine getragen ist mir die Fenty Foundation einfach echt ein Ticken zu trocken, aber ich mische sie gerne mit anderen Produkten, weil das ist wirklich die beste Foundation-Farbe, die ich für mich jemals gefunden habe. Das ist die 145 von Fenty. Hat so einen guten gelben Unterton. Also
Also wenn ich die auf meinem Hals auftrage, man sieht keinen Unterschied zwischen meiner Hautfarbe und zwischen der Foundation. Das gebe ich auch nicht direkt auf mein ganzes Gesicht und arbeite es dann erst ein, weil das ziemlich schnell antrocknet alles. Deshalb arbeite ich das erst so partiell mit einem Pinsel ein, dann mit einem Schwamm darüber und dann mache ich halt weiter mit der nächsten Partie. Für meinen Concealer habe ich dann auch zwei gemischt, und zwar auch den von Fenty und von Urban Decay, den All Nighter. Muss man auch Auge für Auge arbeiten, weil auch die ziemlich schnell antrocknen, aber die geben mir einfach eine gute Deckkraft. Fenty alleine, da brauche ich zwei Schichten von. Wenn ich die beiden mische, dann reicht mir eine Schicht aus. Es tut mir so leid, dass ich Sachen so gerne mische, aber mir ist einfach, als ich mich am Wochenende geschminkt habe, wieder aufgefallen, wie sehr ich es liebe, um Sachen zu mischen, um so einfach das perfekte Produkt für mich quasi zu erschaffen. Deshalb, I'm sorry. Beim ursprünglichen Look habe ich nur den von Fenty benutzt, aber jetzt die beiden gemischt und das Ganze fixiert mit dem Fenty Beauty Puder. Ich dachte eine Zeit lang, dass mir das ein bisschen zu trocken ist. Das muss ich aber an dieser Stelle zurücknehmen, denn das Problem habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ich glaube, dass es doch eher an irgendwie nicht ausreichend Pflege unter den Augen oder dem falschen Concealer gelegen hat. Was ich an dem Puder richtig gut finde, ist, dass es einfach die Partie unter meinen Augen nochmal so ein Ticken auffällt, beziehungsweise die Helligkeit, die ich mir mit meinem Concealer verschaffe, beibehält und es nicht abdunkelt, so wie die meisten losen Puders nun mal tun. Es riecht auch ganz angenehm, riecht aber jetzt nicht so stark wie das von Huda oder so. Davon muss ich ja echt schon husten. Das ist richtig angenehm und da ist auch eine gute Menge drin, würde ich jetzt mal behaupten. Dann habe ich für meinen Blush hier von Jane Iredale, das ist ein Mineraler Blush in der Farbe Copper Wind benutzt. Den finde ich auch einfach super, kann man sehr gut dosieren. Ist glaube ich nicht so für mittlere bis dunklere Hauttöne geeignet, aber für meinen helleren Hautton ist der sehr, sehr schön. Dann als Bronzer habe ich auch einfach den von Bare Minerals benutzt, den mag ich sehr, sehr gerne. Den und wieder Liberata benutze ich eigentlich ausschließlich. Highlighter trage ich nur auf meinem Lippenherz, Nasenspitze, Nasenrücken und Augeninnenwinkeln. Das ist von Fenty Beauty der Hustler Baby. Die Lippenkombi, die ich trage, das ist von Manhattan der Extreme Last Lip Liner in der Farbe 59G. So ein Favorit von, glaube ich, wirklich absolut jedem. Unterhalb habe ich meine Lippe auch ziemlich stark übermalt und hier in Außenwinkeln so ein bisschen, um die einfach von der Form so ein bisschen auszugleichen. Aber oberhalb übermale ich meine Lippe nicht unbedingt. Das hatte ich zwar in meinem Hautpflegeroutinen-Video, aber das war eher versehentlich. Nachdem ich dann damit auch die Außenwinkel meiner Lippe so ein bisschen ausgefüllt habe und sie einfach komplett umrandet habe, bin ich mit einem durchsichtigen Gloss von NYX rübergegangen. Und danach habe ich mir mit meinem Finger von Charlotte Tilbury, sehr angebracht für dieses Video, den Kim KW Lippenstift nochmal aufgetupft. Meine Augenbrauen habe ich erstmal in Form gekämmt mit dem Control Freak Augenbrauengel von NYX. Dann habe ich sie mit dem Augenbrauenstift von NYX in Brünett, meine ich, nee, in Ash Brown ausgefüllt. Und den vorderen Bereich habe ich dann komplett freigelassen und da bin ich nur noch mal kurz mit dem Urban Decay Brow Blade so durchgegangen, weil das eben diese Spitze hat, womit ich wirklich so Härchen zeichnen kann. Und dann gibt mir das einfach so ein bisschen natürlicheren Look, vor allem wenn ich nicht vorhabe, die Augenbrauen unterhalb auszubessern. In dem Video hatte ich von Ardell die 118er Wimpern, glaube ich, drauf. Die haben mir wirklich so einen Puppenaugeneffekt gegeben und ich finde sie sehr, sehr schön. Aber leider sind sie sehr schnell kaputt gegangen, also kann ich sie deswegen nicht so sehr empfehlen. Die, die ich heute trage, die sind von Eylure aus der Luxe Kollektion. Das Wimpernband ist unglaublich angenehm. Sie sind sehr leicht vom Tragegefühl her. Super einfach im Auftrag. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das hier sind, aber ich schreibe es euch in der Infobox auf. Und dann habe ich halt meine unteren Wimpern auch ziemlich stark getuscht. Würde ich jetzt keine falschen Wimpern tragen, würde ich meine unteren Wimpern ein bisschen weniger stark tuschen. Weil wenn ich keine falschen Wimpern trage, wirkt das so ein bisschen unausgeglichen. Das war auch das ganze Make-up. Also würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem etwas interessanteren Part von dem Video. So ist das Paket jedenfalls angekommen. Hier steht auch nochmal Skims. Und dann ist es einmal so eingepackt. Eins der Dinge, was Skims hier auch nochmal ausmachen soll, ist eben, dass sie so eine unterschiedliche Auswahl an Farben anbieten, sodass wirklich jeder den passenden Nude-Ton für seine Hautfarbe finden kann und nicht eben alles nur schwarz oder dieses so ein helles Beige zum Beispiel ist, ja, was wir sonst so kennen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen ungeduldig und wollte halt unbedingt am Launch Day bestellen. Ich war aber ein bisschen zu spät, um noch etwas zu bekommen, was wirklich in meinem Hautton war. Deshalb habe ich jetzt einen etwas dunkleren Ton bestellt.
Und zwar habe ich jetzt die Farbe Sienna bestellt, weil die eben in meiner Größe noch verfügbar war. Meistens, wenn man online shoppt, gibt es ja auch nochmal solche Größentabellen, an denen man sich orientieren kann, wenn man nicht genau sicher ist, welche Größe man jetzt bestellen soll. Das ist dann in Inches angegeben und die empfehlen bei einer Taille von 26,5 bis 32,5 Inches und Hüften von 34,5 bis 40 Inches eine Größe SM zu nehmen. Deshalb habe ich mich für SM entschieden. So, ich habe mich jetzt gerade gemessen. Mein Taillenumfang liegt bei 69 cm und mein Hüftenumfang bei 101 cm. Ist 27,6 Inches, wäre meine Taille. Meine Hüfte ist 40,4 Inches. Das sind auf jeden Fall meine Maße, nur damit ihr Bescheid wisst. Dann packen wir das Ganze einfach mal aus. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön. Ich finde es wirklich preislich okay. Natürlich sind die Versandkosten echt teuer, aber dann würde ich mich einfach, wenn ihr echt Interesse daran habt, mit ein paar Freunden zusammentun und dann einfach gemeinsam bestellen, damit ihr euch den Versand aufteilen könnt. Und so sieht das gute Stück dann aus. Man erkennt auf jeden Fall hier in diesem Bauchbereich so eine kleine Naht und dann beim Arsch diese zwei, keine Ahnung was. Und hier innen gibt es auch nochmal so einen Silikonstreifen, der halt dafür sorgen soll, dass das Ganze auch nicht abrutscht. Was ich natürlich sehr gut finde. Das ist wirklich ziemlich dick vom Stoff her. Fühlt sich halt ein bisschen an wie eine Panty, aber eine sehr, sehr dicke Panty. Besteht zu 78% aus Nylon und 22% aus Spandex und wurde hergestellt in der Türkei. Dann ziehe ich jetzt einfach Outfit für Outfit das immer einmal an ohne korrigierende Unterwäsche und danach einmal so. Ich habe jetzt das erste Outfit an, was einfach nur ein ganz simples, figurbetontes Kleid ist. Ich dachte, damit fangen wir an. Ich drehe mich einmal rum, damit ihr auch meine Figur gut erkennen könnt. Einmal von vorne, von der Seite, von hinten. Also das ist jetzt einfach dieses Kleid ohne korrigierende Unterwäsche. Für die von euch, die es interessiert, das ist übrigens von Missguided. Ich habe das letztes Jahr gekauft oder so. Ich habe es noch nie getragen seitdem. Dann ziehe ich jetzt mal kurz das Höschen an. Und dann sehen wir weiter. Ich habe das Ding jetzt angezogen. Das ist auf jeden Fall bequem. Also ich fühle mich sehr sicher. Es fühlt sich jetzt nicht erdrückend an. Das Einzige, wo ich es wirklich sehr spüre, das ist dieser Bereich, wo dieses Band, dieses dicke Band oben nochmal ist. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall den Bereich meiner Taille so ein bisschen mehr reinnimmt. Mein Bauch ein bisschen, glaube ich. Hier sieht man auf jeden Fall so eine Linie. Fast als hätte ich irgendwie eine Boxershort an, die so ein bisschen zu klein für mich ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen was macht. Ich weiß nicht. You tell me. Ich fühle mich auf jeden Fall sicher. Aber diesen Rand erkennt man hier auch ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das aussehen könnt. Diesen Rand sieht man hier auf jeden Fall. Das Gute ist jetzt, dass dieses Kleid Falten wirft irgendwie. Also da erkennt man es jetzt nicht ganz so gut. Ich gucke mal ganz kurz, wie bequem das ist im Sitzen. Überhaupt nicht unbequem. Dadurch, dass dieses Band auch so hoch ist und nicht an so einer komischen, unangenehmen Stelle endet, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie alles rüberhängt oder dass es eben da abschnürt, weil es eben an so einer angenehmen Stelle wirklich endet. Ich ziehe mir jetzt mal das nächste Outfit an, also ein Bodycon-Kleid. Das haben wir jetzt abgehakt. Ich wollte natürlich auch sehen, wie das Ganze aussieht mit einem Rock. Und dann dachte ich mir, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, ziehe ich mir einen Crop Top dazu an, weil dann hier natürlich ein bisschen Haut rausguckt. Und dann ist natürlich auch die Frage, guckt diese Hose dann raus oder kann man das auch in Kombination mit Crop Tops tragen? Das wäre dann jetzt einmal die Frage. Also das hier ist dann das nächste Outfit. Dieser Rock ist von Mango, das Oberteil ist von Missguided. Das wird wohl nichts. Hier endet mein Büstenhalter. Hier guckt ein bisschen Haut raus. Das Crop Top würde dann hier enden und der Rock endet hier. Also man müsste hier schon das Oberteil in den Rock reinstecken. Es sei denn natürlich, die Farbe der Shapewear entspricht wirklich so exakt eurer Hautfarbe, dass es wirkt, als würde hier eure Haut rausgucken. Das ist bei mir jetzt natürlich nicht der Fall. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht an dem Bauch, oder? Als nächstes wollte ich unbedingt mal sehen, wie sieht das denn mit einer Jeanshose aus. Deshalb habe ich mir jetzt diese Jeans angezogen. Die ist von Stradivarius. Ich glaube leider, dass es sie nicht mehr gibt. Aber vielleicht kommt die jetzt zurück. Ich finde diese Farbe unnormal schön. Das Top ist ziemlich aktuell von H&M. Das ist jetzt keine Skinny. Aber diese liegt trotzdem an meinen Oberschenkeln ziemlich eng an. Ich habe das Ding jetzt an, aber
Ich glaube, dass es sich nicht lohnt, bei einer Hose sowas anzuziehen. Ich meinte ja schon, die ist auf jeden Fall bei meinen Oberschenkeln etwas eng anliegender. Und ich erkenne hier auf jeden Fall so leicht die Ränder von der Shapewear. Ich finde jetzt auch nicht, dass sie irgendwas für meinen Hintern tut. Man erkennt hier sogar die Naht, wie als hätte ich eine Strumpfhose drunter angezogen oder so. Und auch hier erkennt man wieder so leicht diesen Rand, was ich aber bei dem Kleid wesentlich weniger schlimm fand. Aber hier sieht man halt wirklich, dass ich ein Höschen drunter habe. Also, nee, ich glaube, bei dieser Hose ist es wirklich komplett unnötig. Zu guter Letzt wollte ich dann auch nochmal sehen, wie das Ganze mit einer Legging angezogen aussieht. Weil das ist natürlich auch nochmal interessant zu wissen. Auch wenn ich eine Legging mit etwas längeren Sachen eher kombinieren würde. Oder mit einem Pulli, der halt so ein bisschen über den Po rüber geht. Es gibt, glaube ich, ausreichend Leute, die zum Beispiel ganz normale Leggings oder auch so Lederleggings oder so gerne als Hosen tragen. Und da das ja meistens schon ziemlich dünner Stoff ist, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ganz angenehm ist, um da noch so ein bisschen extra Sicherheit zu haben. Auch hier ist es jetzt wieder ein bisschen schwieriger, um dafür zu sorgen, dass man diese korrigierende Unterwäsche jetzt nicht noch durchsieht natürlich. Ich finde auch irgendwie, dass es hier seitlich das so ein bisschen korrigiert. Weiß aber nicht, ob ich mir das jetzt einbilde, aber ich glaube schon, also halt in diesem Bereich, dass das vielleicht so ein bisschen mehr reinnimmt. Von oben aus sehe ich diesen Rand hier so leicht, aber wenn ich jetzt ins Spiegel schaue, nicht. Aber ich glaube, unter einer Legging ist sowas auch eine ganz coole Sache. Also Leute, ich habe mir jetzt alle Videodateien nochmal angeschaut und meine Oberlippen doch ein bisschen übermalt. Falls ihr irgendwie findet, dass mein Make-up jetzt gerade anders aussieht, das ist das Einzige, was ich geändert habe. Jedenfalls wollte ich mich jetzt nochmal zurückmelden, um mein Fazit zu dem Ganzen zu geben. Punkt Nummer 1, Bequemlichkeit. Ich finde, das Ding ist mega bequem. Man spürt dieses Band so ein bisschen da oberhalb der Taille, aber wirklich minimal. Etwas, wo ich voll mit klarkomme. Es ist auch so bequem, wenn man sich hinsetzt. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Erfahrung gemacht mit korrigierender Unterwäsche, aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe, das war immer so krass ungemütlich und das wollte ich mir einfach gar nicht anziehen. Ich finde, das ist für Hosen nicht wirklich geeignet. Und wenn man irgendwie Crop-Tops anziehen möchte, vielleicht auch nicht ganz so. Wobei ich sagen muss, wenn man da wirklich halt genau seine richtige Hautfarbe findet, dann könnte man das selbst mit Cropped-Oberteilen anziehen, ohne halt tatsächlich Haut zu zeigen. Obwohl es wirkt, als würde man Haut zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Was vielleicht auch eine gute Option ist, zum Beispiel im Winter, wenn ihr nicht wollt, dass euch kalt ist und so. Aber da wir nur die Möglichkeit haben, das Ganze online zu kaufen, wird es wahrscheinlich ziemlich schwer sein, um genau seine Hautfarbe zu treffen. Bei Kleidern finde ich das auf jeden Fall sehr cool. Ich kann mir das auch gut vorstellen, eben für so Anlässe wie zum Beispiel Hochzeiten. Sehr viele von euch gehen bestimmt sehr oft auf Hochzeiten. Ich jetzt nicht unbedingt, aber da trägt man ja oft auch so sehr schöne Abendkleider. Und möchte man sich eben sehr sicher fühlen und möchte man vielleicht das ein oder andere korrigieren. Ich weiß, dass es sich gerade voll nach einem Werbevideo anhört, aber ey, wenn ich einmal ein bisschen excited bin für ein Produkt, dann werde ich fast zu irgendwie einer laufenden Werbetafel. Das ist ganz, ganz schlimm. Also wie gesagt, für so besondere Anlässe kann ich es mir halt voll gut vorstellen. Ich finde auch wirklich, dass da $36 in Ordnung sind, wenn man sich mal überlegt, dass manche 100, 200, 300, 400 vielleicht für ihr Kleid ausgeben, kann man auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen für so eine korrigierende Unterwäsche. Vor allem, weil es halt eine einmalige Investition ist. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch mit euren Freundinnen oder Cousinen oder so zusammentun und einfach alle gemeinsam irgendwie diese korrigierende Unterwäsche bestellen. Es gibt ja zum Beispiel diese sehr angesagte Marke, die sich Spanx nennt, die korrigierende Unterwäsche anbietet. Und da habe ich jetzt gerade mal geguckt, da kostet so eine korrigierende Short 44 Euro. Also das ist sogar teurer als jetzt diese Skims-Reihe. Also dafür kann ich es mir wirklich gut vorstellen. Auch bei Röcken finde ich es sehr angenehm. Also wie gesagt, alles, was so ein bisschen Bodycon ist. Der hohe Versand, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Nachteil. Aber da würde ich halt echt einfach empfehlen, sich da zusammenzutun mit Familie, Freunde, Bekannte, was ich jetzt wirklich feststellen konnte an Effekt. Obwohl das nicht in erster Linie dafür gemacht war, fand ich auf jeden Fall, mein Bauch wirkte flacher damit. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass meine Hüften irgendwie etwas ausgeglichener wirken. Vor allem zum Beispiel bei der schwarzen Legging fand ich, sah man das sehr. Ich habe an meinem Gesäß jetzt nicht so viel einen Unterschied feststellen können, aber
das müsst ihr natürlich auch wissen. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich so eine korrigierende Unterwäsche von ihr angehabt hätte, die wirklich nur bestimmt gewesen wäre für den Bauch. Ich werde auf jeden Fall mir noch etwas von der Seite bestellen. Ich bin nicht unbedingt positiv überrascht, weil ich habe nicht irgendwie erwartet, dass es schlecht ist. Aber ich bin halt sehr angetan von den Sachen, muss ich echt sagen. Wenn ihr wollt, dass ich noch irgendwas anderes teste, egal ob es Fashion, Beauty oder was auch immer ist, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich lese mir das immer sehr gerne durch und gucke dann anhand von bestimmter Kriterien, was davon ich tatsächlich teste oder nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das sehr gerne zeigen, indem ihr dem Video eine positive Bewertung hinterlässt. Und falls ihr mehr von mir sehen möchtet, könnt ihr hier natürlich auch noch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Hier könnt ihr auch noch zwei weitere Videos von mir schauen, falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Tschüss!